Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um einen Rasenmäher der Firma Wolf vom Typ TB46B. Und der Rasenmäher hat ein klitzekleines Problem. Was das ist, das zeige ich euch mal eben und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Video. Und zwar ist an dem Rasenmäher so ziemlich alles in Ordnung. Wir haben Kraftstoff im Tank, der Ölstand ist in Ordnung, wir haben Zündfunken. Das ist alles gegeben. Wir haben Kompression, aber der Mäher startet nicht. So, jetzt nehme ich einfach mal ein bisschen Kraftstoff, gebe ihm direkt was in den Vergaser rein. Jetzt starte ich mal den Mäher. Steht auf Start und wir schauen mal, was er macht. So, das Benzin, was ich direkt in den Vergaser reingegeben habe, ist jetzt verbrannt und der Mäher geht aus. Und das ist reproduzierbar, das macht er immer wieder. Das heißt, wir haben ein Problem in der Kraftstoffzufuhr und dem gehen wir jetzt mal auf den Grund und schauen, ob wir das nicht wieder irgendwie gerichtet bekommen. Hier genau drauf schauen, es gibt eine kürzere Schraube, zwei längere, die kürzere sitzt vorne. Sowas schaut man immer direkt beim Zerlegen nach, nicht dass man dahinter durcheinander kommt. Und übrigens hier natürlich wie immer Magnetschalen unterm Video verlinkt. Sind wirklich tolle Helferlein. So, ich versuche jetzt hier das ganze Gestänge einmal hier den Gaszug so rauszunehmen, dann muss ich das nämlich hier nicht hinterher neu einjustieren. Und ja, wo liegt unser Problem? Kraftstoff ist im Tank, die Kraftstoffleitung ist neu, das weiß ich, weil das habe ich nämlich schon gemacht. Die alte Leitung war total hart. Ich habe den Kraftstoffhahn jetzt zugedreht und ich will jetzt den Vergaser ausbauen, denn da drin liegt unser Problem. Kraftstoff hier, alles frei, aber hier drin läuft der Kraftstoff nicht nach, so dass der Rasenmäher nicht anbleibt. So, eben die Kraftstoffleitung runternehmen. Ich hoffe, das geht gut. Das geht gar nicht. Ja. Hier hätte ich es besser umgekehrt gemacht, nämlich erst die Spritleitung abnehmen und dann den Vergaser losschrauben. So, dann was. Und jetzt kann ich den einfach hier vorne rausnehmen und schon hätten wir den Vergaser ausgebaut. So, jetzt kann ich natürlich schauen, ist die Leitung wirklich frei? Dazu setze ich hier einen Topf drunter und mache einfach den Hahn auf und schaue, ob Kraftstoff rauskommt. Viele dieser Rasenmäher haben nämlich unten im Tank noch mal ein Sieb, was auch sehr gerne verstopft. Aber man kann hier ganz gut sehen, wenn ich den Hahn aufmache, kommt Kraftstoff raus. Das ist also nicht unser Problem und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir am Vergaser unten die Tasse abnehmen, dann finden wir auch da Kraftstoff drin. So, der kann zurück. Und dann gehen wir einmal auf die Werkbank. So, dann schauen wir mal. Hopp, da sifft er schon. Also, Kraftstoff kommt definitiv bis zum Vergaser und auch hier unten in die Tasse rein. Seht ihr, Kraftstoff war drin. Jetzt ist dies ein Vergaser. Wir haben hier vorne den
Anschluss für den Kraftstoffschlauch. Ich nehme mal eben hier den Schwimmer raus und die Nadel. So. Kraftstoff kommt hier rein, geht am Nadelventil vorbei und hier unten haben wir einfach nur zwei Düsen. 1, 2. Nein, kommst nicht. Wartet mal. So. Da könnt ihr sehen, die rechte Düse, die ist frei. Und bei der linken Düse, da können wir nicht durchschauen, denn da sind noch so ein paar Kanäle, die dahinter sind. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, dieses sogenannte L-System sein für den niedrigen Lauf. Und da haben wir hier vorne diese Stellschraube, die ist zum Einstellen des Kraftstoff-Luftgemisches. Die nehmen wir jetzt auch mit raus. Dazu schaue ich aber mal eben, wie weit die offen gedreht war. Das macht man so, indem ich jetzt einfach mal komplett reinschraube und zähle, wie weit ich reinschraube. Eine halbe, eine, anderthalb. Ein Schlag über anderthalb war es. Das ist auch so eine Einstellung, die man oft findet. Nehmen wir die Schraube raus und jetzt seht ihr hier vorne, das sieht aus wie bei der Motorsäge. Ja. Eine typische Einstellschraube. So, meine Vermutung ist jetzt, dass dieser Kanal, der dahinter ist, also der breite Kanal, das H-System, ist ja offen, das haben wir gesehen. Die Schraube hier unten ist auch offen. Da ist eine Querbohrung drin und eine Senkrechtbohrung. Führt dann dazu, passt auf, ich erkläre es euch. Der Kraftstoff kommt hier vorne rein, geht am Nadelventil vorbei, sobald der Schwimmer unten ist. Sammelt sich dann unten in der Tasse. Die Tasse ist von unten hier in den Düsenstock mit dieser Schraube angeschraubt. Und wenn die Schraube eingeschraubt ist, sind aber diese Bohrungen hier links und rechts frei. Das heißt, da geht der Sprit durch, kann in der Mitte hochgehen und liegt dann hier an diesen beiden Kanälen an. Der große Kanal ist frei. Der kleine geht dann hier hoch, wird dann durch diese Schraube, die wir gerade rausgedreht haben, im Durchfluss begrenzt und geht dann hier, ich glaube, seitlich, hier da vorne rechts aus der Perspektive, in den Luftstrom mit rein. Irgendwie so müsste das funktionieren. Und da vermute ich, dass da irgendwas verstopft ist. Das wollen wir jetzt mal befreien von seinem Dreck. Dazu schmeiße ich das Ultraschallreinigungsbad an. Und dann sollten unsere Probleme wie von Geisterhand gelöst sein. So, wir sind jetzt einmal hier vor der Werkstatt. Ich habe neue Reinigungsflüssigkeit angesetzt. Das ist Wasser zusammen mit einem Reinigungsmittel, was mir der Sebastian mal geschickt hat. Vielen Dank dafür. Soll seine beste Wirkung bei irgendwas zwischen 60 und 80 Grad entwickeln. Ich habe mal 70 Grad einprogrammiert. Wir haben gerade eine Wassertemperatur von 16 Grad. Wir werden es sehen. So, den setze ich rein. Deckel drauf und ich lasse den jetzt einfach schon vor sich hin arbeiten. Und ich kann ihn auf maximal 30 Minuten stellen oder 31 Minuten sind es. Lass die runterlaufen und wenn die Temperatur dann irgendwo bei 60 Grad, 70 Grad ist, stelle ich den nochmal hoch. Also es kann sein, dass der jetzt eine Stunde hier drin bleibt. Das wollen wir uns aber nicht anschauen. Deswegen sehen wir uns später wieder. Eine Stunde ist jetzt um. Ich habe den Vergaser zwischendurch mal umgedreht. Guckt euch das mal an, der sieht aus wie neu. Topfit. Gut, ab auf die Werkbank damit. Das hat wunderbar funktioniert. Ich bin begeistert. So, jetzt schauen wir uns mal die kleinen Kanäle an. Da gibt es so wunderbare
Reinigungssets für Vergaserdüsen. Hier, diese habe ich mal von Waldemar bekommen. Kleine Bürsten und so Putzdrähte, die habe ich aber auch hier. Jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwie was in den Kanälen drin ist. Einfach mal ein bisschen freistochern. Ich schaue gerade, ob man hier das Ende von dem Draht sehen kann. So. Das scheint alles frei zu sein. Der Zugang war ja frei, denn wir hatten Kraftstoff in der Schwimmertasse drin. Und dann wird das Ganze natürlich noch mit Druckluft einmal eben durchgeblasen. Gut, Lampe aus und weg, und dann kann ich den Vergaser wieder zusammensetzen. Die Gemischschraube war ja 1,5 Umdrehungen auf, also drehe ich die einmal komplett wieder rein, halbe, eine, 1,5. Dann setzen wir den Schwimmer ein. Da kommt die Ventilnadel hier vorne mit rein. So. Die Schwerkraft funktioniert noch. So. Also einfach einsetzen, zack, ist das drin. Scharnierbolzen rein. So, haben wir den drin. Die Gummidichtung. Gummidichtung nehme ich übrigens nach Möglichkeit vorm Reinigungsbad ab, denn ich habe das Gefühl, dass die immer kleiner werden, wenn die einmal durchs Ultraschallbad gehen. Tasse drauf. Das Ganze wieder zusammenschrauben. Und schon kann der Vergaser wieder eingebaut werden. So. Als erstes kommt das Reglergestänge wieder rein. Zap, zap. Und das drin. Und dann kann der Vergaser schon angeflanscht werden. Sind übrigens hier zöllige Schrauben, aber mit einer 10er Nuss funktioniert das hier auch. Wenn die nicht ganz so angeknallt sind, geht das. Wenn die richtig festgeknallt sind, dann rutscht auch die 10er Nuss irgendwann über. Aber ich habe jetzt keine Lust, das
zöllige Werkzeug rauszukramen. Fest und Double Check fest. Hätten wir das. Jetzt haben wir hier vorne eine kleine Feder, die sorgt dafür, dass die Schokklappe dann vernünftig schließt. Es ist so ein kleines Ding. So. Haben wir auch das. Jetzt schaue ich gerade noch mal eben eine andere Sache, und zwar der Starter hier. Ja, doch. Rollt weit genug ein. Das können wir so lassen. Einmal schauen, ob die Mechanik hier funktioniert. Schokklappe geht rein, ja, geht raus. Das funktioniert sehr schön. Da können wir die Spritleitung draufsetzen. Sicherungsclip wieder drauf. Haben wir auch das. Hier vorne ist die Kurbelgehäuseentlüftung, der muss hier hinten wieder draufgesetzt werden. Vorher fädeln wir aber hier das Gestänge, diesen Gaszug wieder ein. So, ist auch der drin. Dann gleichzeitig hinten halt. Hier vorne haben wir noch eine Dichtung. Ja, hat schon mal bessere Tage gesehen. Sollte aber noch gehen. So, damit die Dichtung hier auf dem Vergaser fest bleibt, nehme ich jetzt ein bisschen Fett. Ich habe hier ein bisschen zu viel. Geht nur darum, das nehme ich so ein bisschen als Kleber jetzt zum Anschrauben. Ja. Damit mir die Dichtung nicht wegfliegt. Die ist natürlich kaputt, aber was soll's. Sie ist ja im Kreislauf, sag ich mal, vor luftfilterseitig. Das heißt, die Menge von Kraftstoff und Luft wird ja erst dahinter definiert. Das heißt, wir haben auch da keinen Einfluss irgendwie negativer Art, dass wir mit Falschluft Probleme hätten. Motorgehäuse, Kurbelgehäuse, Entlüftung hinten. Jetzt haben wir die beiden langen Schrauben, die hier in den Vergaser reingreifen. Und die kurze Schraube war vorne drin zur Fixierung. Jetzt machen wir uns das mit dem Festschrauben einfach, mit dem Akkuschrauber. Und anziehen von Hand. Jo, dann können wir das Ganze mal testen, würde ich sagen. Kraftstoffhahn auf. Jetzt läuft Kraftstoff aus dem Tank und füllt die Schwimmertasse. Das kann man wunderbar sehen, denn es ist nicht viel Sprit drin, aber der
Kraftstoffpegel im Tank senkt sich gerade. Das ist schon mal gut. Und dann wollen wir das Ding mal anschmeißen. Läuft. Ja, liebe Leute, wie so oft, ne? Rasenmäher läuft nicht. Dieser Rasenmäher wurde übrigens aufgegeben, der ist ersetzt worden. Ein Bekannter von mir hat den in einer Haushaltsauflösung gekauft, ich glaube für 25 Euro. Der ist ersetzt worden, weil er nicht mehr lief. Sprang nicht mehr an. Ihr habt es am Anfang gesehen, gebe ich Sprit rein, läuft er, aber ansonsten trotz Kraftstoff im Tank lief er nicht. Ihr habt hier gesehen, die Benzinleitung war neu, das liegt da drin, da war ich schon mal dran. Habe die Spritleitung erneuert, denn es war Sonntagnachmittag, ohne Kamera habe ich hier so ein bisschen vor mich hingewurstelt und dann habe ich mir gedacht, naja, meinen guten Tisch muss ich ausprobieren, der ist übrigens richtig gut, das Rasenmäher reparieren macht richtig Spaß mit diesem Hubtisch, also war zwar sauteuer, aber die Investition hat sich gelohnt. Den habe ich euch übrigens unterm Video verlinkt. Wie auch ein Ultraschallbad. Und da sind wir eigentlich beim Kernthema. Bis jetzt sind fast alle Rasenmäher, die ich hier in der Werkstatt hatte, die hatten nichts. Vielleicht mal ein Messerstumpf oder so. Aber im Regelfall ist beim Rasenmäher der Vergaser verdreckt. Und mit so einem Ultraschallbad, ja, die Dinger kosten einmal Geld, aber wer mehrere Geräte hat, ob eine Motorsäge oder ein Rasenmäher oder was auch immer, man kriegt die Dinger damit wieder zum Laufen. Habt ihr auch hier gesehen, hinterher ein, zweimal ziehen, keine Ahnung, und schon schnurrt das Ding wieder oder auch draußen vor der Tür. Ich habe den wirklich nur von hier genommen, nach draußen gestellt, Kamera aufs Stativ und einmal gezogen, klack, ist die Karre da. So soll das auch sein bei einem Rasenmäher oder beim Benzingerät generell. Je schneller der startet, desto schöner ist es natürlich. Funktioniert nur, wenn der Vergaser, sprich die Kanäle im Vergaser, ordentlich sauber sind. Das haben wir jetzt wieder hergestellt. Das Ding kann wieder auf den Rasen, auch wenn er alt ist. Das hat nichts zu sagen, funktionieren muss er. Und der funktioniert sogar sehr gut. Der hat ein Kunststoffgehäuse, das ist noch vollkommen intakt. Das heißt, der rostet auch nicht durch. Der verzeiht auch ziemlich viel, wenn man im Herbst vergisst, den Rasenmäher von unten sauber zu machen. Ne? Vergisst ja keiner, einschließlich mir. Ich vergesse das auch nie. Ne? Wie war das mit dem Schuster und den Leisten? Genauso ist es hier auch. Ganz normales Leben eben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir mal unter die Videos, was eure Lieblingsthemen sind. Sind es Rasenmäher? Sind es Motorsägen? Sind es sonstige Geräte? Oder ist euch das vollkommen egal? Ich von meiner Seite aus muss sagen, mir ist das vollkommen egal, an was ich schraube. Egal was man schraubt, es macht Spaß. Und jetzt mit dem Hubtisch macht auch das Rasenmäher-Schrauben noch mehr Spaß. Denn mein Rücken bedankt sich dafür. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Das ist eine ganz, ganz prima Sache. Hat sich für mich gelohnt. Gartengeräte reparieren, Motorsägen reparieren, meinen Kanal abonnieren, da unten dem vom Hubi. Alle YouTube-Freunde von mir unterm Video verlinkt, genauso wie ein paar Amazon-Produkte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao.